Weihnachtsbaum. Hier. Wo ist der Weihnachtsbaum? Geht rein. Cool. Warte. Guck. Ein Oberteil für dich. Für Baby. Das ist für Baby, Schatz. Ist ja das was für dich? Oh, oh, was war das hier? Ja. Ja. Was ist denn das? So wie lach mal. Für mich, Schatz. So wie lach mal. Ich mache mich auch noch mal. Aber ich mache erst was. Ja, das ist hier für die Kleider. Warum bist du so freundlich zu mir? Ja, weil die Kamera an ist. Ich merk's. So, mein Kaffee ist voll laut. Oh Mann. Ja, wir haben wieder mal eine halbe Kuh hier liegen. Und jetzt machst du was? Bereitest du das für den Tischgrill, ne? Das habe ich klein geschnitten. Für den Tischgrill. Scheiben, ne? Dünne Scheiben. Ja. Jetzt habe ich, jetzt mariniere ich mit Knoblauch, Muskat, Rosmarin. Und Rosmarin. Oh nein, die hat's gefunden. Baby Janine. Oh. Hallo Mäuschen. Celine, die sind auch wie deine Schwestern. Was ist denn ein Baby? Super! Super! Wow! Was für eine schöne Erdbeere! Woo! Nein, ist du, mein Schatz. Kommen die anderen? Ist die neu? Ist die neu? Ja. Die Gurke ist neu. Ich wollte mal eine Gurke. Deine Gurke, mein Schatz. Und, bin ich geschminkt? Also eindeutig geschminkt. Nein. Bist du da? Was wollen du bei mir? Hä? Celine? Celine, meine Handschuhe aus dem Mülleimer raus. Meine ganzen Einweghandschuhe sind im Müll gelandet. Celine? Mama. Lecker! Früher hatten wir das nicht mehr, aber jetzt schon. Guck mal! Schatz? Ja? Also ich habe dich mindestens 4-mal heute verlassen. Mhm. Einmal gingen mir Gedanken durch den Kopf, wo ich wahrscheinlich jetzt hinter Gittern sitzen würde. Okay. Und du lächelst jetzt hier. Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Den Tee hast du echt gut gemacht. Du bist eine tolle Mama. Du bist schon langweilig und so. Ist schon cool, die Mutti und so hier. Oh, das hat so lecker geschmeckt. Käse. Gerardo. Der Käse, ja, warte. Der ist echt gut. Keine Schleichwerbung. Weil das war einfach nur ein Angebot. Aber schmeckt ja echt super. Das hier ist türkisch. Das bitte nur zum Winteressen. Aber warum? Im Sommer macht das doch auch viel Spaß. Knoblauch ist und... Man stinkt danach wie ein Weltmeister. Das riecht sehr, sehr intensiv im Sommer. Also das isst man nur im Winter. Also man riecht dann intensiv. Man riecht dann sehr intensiv nach Knoblauch und all die Gewürzen, die da drin sind. Riech mal, wie intensiv das ist. Oh, mm. Ja, es schmeckt sehr, sehr gut. Es ist leicht scharf, aber nur... im Winter essen. Ja. Mama, das ist die Braut. Wow. Wegen dieser Braut haben wir das jetzt gekauft, ne? Ja. Das ist ganz lustig. Ja, guck mal. Die sieht bezaubernd aus. Dann kann ich gucken. Aber ich kann doch gucken. Guck mal, die Farbe ist auch nicht mehr da. Hier hast du dein eigenes Ding. Ich bin nicht dabei. Schau, ich
Na Schatz, macht Spaß? Ja, mittlerweile. Echt? Ui. So, nach zwei... Weißt du, wie lange wir dran sitzen? Nein. Fast zwei Stunden. Kann sein, dass das Bild vielleicht da hinten dran kommt. Ja. Das war... Unten. Unten muss es sein, weil unten sind die höher. Ja, genau. Hier ist deine Prinzessin. Weiß an, komm mit Beton. Du verlangst. Was, worauf du stehst? Achtung, in der Wand. Und. Darf ich? Nein. Ach, nee, aber die Köpfe nicht. Man sieht die Köpfe nicht. Man sieht die Köpfe. Wer weiß, wo die Kamera hinschieht, zeigt. Seit wann bist du denn so groß? Stimmt. Ich nehme dich auf. Six, was sagst du mir das, wenn du aufnimmst? Ich bin Wasser. Das heißt, wärst du so freundlich, mir etwas Wasser zu bringen? So heißt das. Ich bin Wasser. Zeig mal auf dem Tisch die verschiedenen Kartoffeln. Also einmal paniert. Ja, der Idi hat eben wirklich was Geniales gemacht. Natürlich ist es nicht täglich zu empfehlen, sowas zu essen, aber in der Weihnachtszeit kann man sich ja wirklich was gönnen. Das sind Kartoffeln, die er einfach paniert hat. Und das schmeckt sowas von lecker. Sind auch schön saftig innen drin. Ja, wirklich. Also die sind überhaupt nicht ausgetrocknet und einfach nur total lecker. Und dann haben wir hier noch Tzatziki, wieder selbst gemacht. Ein bisschen Öl noch drüber und auch reingemischt, einen Löffel circa. Olivenöl, dann verschiedene Sorten vom Brot. Fleisch, so wie letztens wieder. Wir waren wieder bei dem Metro. Und das haben wir heute schon eingelegt. Und die Teller habe ich jetzt gefunden. Die habe ich mal gekauft in der Metro. Aber die gab es einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich die gefunden bei Amazon. Verlinke ich euch, weil ich sie selber nachkaufen möchte. Und da haben wir noch eine andere Fleischsorte. Da auch so ein bisschen was im Backofen reingemacht. Zwei verschiedene Paprikasorten. Ich denke mal, eine wird wahrscheinlich scharf sein. Ja, hohes C noch vom Einkaufen, als wir unterwegs waren. Unser, ja, die Weihnachtsdeko ist minimalistisch diesmal geworden. Bei den Temperaturen war ich irgendwie doch nicht so in Weihnachtsstimmung. Achso, und wir haben das heute etwas anders gemacht. Wir haben amerikanisches, deutsches Gebrauch zusammengemischt. Und zwar haben wir heute Morgen schon Geschenke ausgepackt. Ja. Und ja, damit die Kinder nicht... Ja, die haben sich auch sehr, sehr gefreut und auch sehr viel geweint, weil sie sich ständig gestritten haben, aber das gehört dazu. Und was hast du da jetzt? Hast du die Chips schon? Boah, wir haben selber Chips gemacht. So zum Essen schmeckt das wirklich total lecker und das habe ich mit diesem Hobel gemacht. Es gibt verschiedene Sorten, verschiedene Hersteller und meine Mama schwört auf diesen hier. Ich muss mal gucken, ob ich den online irgendwie aufziehe. Schaut, warte. Ja, die selbst einfach dann Chips. So ganz dünn gemacht und reingemacht und ja. Vorsicht beim Reinmachen, die kleben stark. Einzeln reinmachen. Ja, einzeln immer reinmachen, weil das heißt, sonst passt das alles zusammen. Also eins rein, am besten mischen, dann nächsten dann rein. So. Ja, weil sonst hat sehr man einen riesen Klumpen. Ja, und noch ein paar. Ja, da kann ich ja marschieren, mein lieber Mann. Ist es alles? Was macht ihr das aus? Ich finde das cool.
Da, nee, dass du einfach so filmst, dass, wie wir Mutter-Vater-Kind spielen. Okay. Das mag sie, aber sie mag Playmobil spielen und ich mag das nicht. Ich mag Mutter, Vater, Kind spielen. Wenn sie wieder zu dir gewinnt, kannst du sie hinlegen und dann ist das alles in Ordnung. Ja, wir haben jetzt kurz nach 11. Ja, wir haben jetzt kurz nach 12 und ich räume jetzt gerade mal hier gleich mal auf. Badezimmer habe ich schon. Ich habe 2 der 3 Kinder gebadet. Eins ist hier auf der Couch jetzt eingeschlafen. Mein Schatz. Die Kinder. Ja, also ich habe noch einiges hier ein bisschen vor mir. Ein bisschen Chaos, würde ich mal sagen. Ja, hier sind so die Sachen vom Babys Halin versteckt worden. Denn die hat die ganze Zeit durcheinander gemacht. Deshalb haben wir das jetzt gelöst, indem wir das... Sag tschüss. Schatzi? Du auch, mein Schatz? Sag tschüss! Tschüss! Er kann doch Türkisch. Deswegen ist er Türke. Boah! Schatz, ich bin viel schöner wie du. Nein, bist du nicht. Schatz, wir haben auch einen Rasierer zu Hause. Was haben wir? Einen Rasierer. Ich bin doch nicht behaart. Nein. Ich sehe viel besser aus wie du. Siehst du nicht? Natürlich. Du fehlst schon. Komm her, Schatz. Komm her, ganz still. Schatz, sag, wie sehe ich aus? Wer ist hübscher, Mama oder Baba? Beide. Super, oh Mann. Mein Schatz. Super, mein Schatz. Aber sag Mama. Nein, beide. Sag beide, aber eigentlich Mama. Tele, guck mal. Schatz, das ist romantisch. Komm mal her. Wow, sag mal ganz leise, wow. Wow. Ein bisschen länger, wow. Wow. Was singt die Zima? Warte. Was singt die Zima? Zuckerbär. Auf Attilia. Zuckerbär. Zuckerbär. Sie kann das echt gut, dieses. Tschüss.